Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Ori and the Will of the Wisp. Heute geht es weiter zum nächsten Irrlicht. Wir waren im letzten Part bei den, ja, hier hinten in der Wüste. Haben aber festgestellt, für uns geht es da aktuell nicht weiter, weil ich dafür ein bisschen mehr Irrlicht brauche. Das heißt, wir müssen andere Hauptmissionen erst einmal abschließen. Und ich würde jetzt hier zum Schimmelfest gehen. Klingt schon mal ganz nice, ganz lecker, nicht? Aber okay, mal gucken, was daraus wird. Und ich vermute mal, hier wird der Zugang sein. Ich weiß allerdings nicht, ob wir da jetzt schon durchkommen werden oder nicht. Daher gucke ich mir das jetzt einfach mal an und wir sehen uns dann an der Stelle da wieder. So, dann bin ich jetzt hier angekommen. Das sieht hier im Hintergrund schon mal sehr interessant aus. Die Moki. Als die Dunkelheit kam, schickte Quolok die Moki zu den Schimmelwaldtiefen, doch das Tor war verschlossen. Jetzt hat Quolok uns geschickt, es für dich zu öffnen, denn im Innern liegt ein verlorenes Licht, ein Licht, ein kleines Licht, einsames Licht. Es ist dunkel, aber vielleicht findest du es, wenn du hell genug strahlst. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe eine Vermutung, wie es da unten aussehen könnte. Wir werden auf dich warten. Halt dich von der Dunkelheit fern. Sie zuckt. Sie ist bissig. Und ich vermute, sie ist tödlich. Denn wir waren ja schon mal in der Siedlung in einer Höhle drinnen mit Dunkelheit. Und da sind wir jedes Mal gestorben in der Dunkelheit. Ich vermute mal, sowas Ähnliches ist hier auch jetzt. Würde ich mal vermuten. Daher gehen wir hier runter. Und gucken uns das Ganze mal genauer an. Schimmelwaldtiefen, da sind wir. Achtung, du explodierst da, glaube ich, gleich. Warte mal, holen wir mal einen Pfeil. Und schießen dich mal ab, genau. Nicht so weit in die Tiefe sinken, weil hier überall Stacheln sind. Aber ein bisschen tiefer musste ich gerade, weil wegen Geisterlicht. Dann wollen wir mal gucken, was hier draus wird. Ey, du... Das ist sehr fies, wie du das machst. Oh, es ist sehr, sehr kompliziert. Es ist sehr, sehr kompliziert, hier zu kämpfen. Und dann immer ZR zu drücken, damit ich ja nicht zu tief falle. Wow. Also Schwierigkeit ist hier auf jeden Fall schon mal vorhanden. Und ich kann halt nirgendwo Pause machen. Das ist auch ein bisschen doof. Aber so ist es halt. Oh, hier darf ich Pause machen. Ist ja nett. Aua. 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 Okay, ich erleide hier schon mal eine ganze Menge Schaden, aber es ist in Ordnung. Ah, falsch, das ist gerade zum Schlagen gedrückt. Nein, nein. Oh, oh. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Oh, warte, ich überlebe das, ich überlebe das, ich überlebe das. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. So, zack, nochmal heilen. Und dann brauche ich den Stachel. Stachel, Stachel, zack, haben wir dich. Wunderbar. Ja, es wird nicht einfacher, es wird nicht einfacher. Aber schön erstmal, dass wir hier überhaupt jetzt so weiterkommen. Da oben könnte ich hin, aber wie ich da rankomme, weiß ich noch nicht. Schon wieder so eine hässliche Spinne. Komm, Stachel. Zack. Was? Warum hat der Stachel... Warum trifft der Stachel nicht? Was soll denn das? Betrug? So, haben wir dich. So, hier kann ich mich randingsen. Warte, falsche Taste. Wow. Okay. Kann ich... runternehmen. Was bringt mir das? Also ich kann hier dann... Aha, ich kann hier dran klettern. Damit weiß ich jetzt auch, wie ich dann eventuell da hochkomme. Ja, tat ein bisschen weh, aber wir sind hier oben. Sehr, sehr schön. Kurz nochmal ein bisschen heilen. Boah, ich verbrauche ja sehr viel Energie. Aber gut, dass wir so viele Lebenszellen und Energiezellen schon haben. Wenn ich an den Anfang denke, wo wir von beiden nur drei hatten. Eieieiei. Die Musik ist aber auch mal wieder sehr, sehr schön. Diese Rätsel gefallen mir auch. Immer was anderes. Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Wieder sowas Unerklärliches. Ich kann da halt nicht so durchbringen. So, jetzt. Und da haben wir ein Gorlek-Erz. Sehr schön. Wir brauchen ja, glaube ich, nicht mehr viel Gorlek-Erz, weil wir haben nur noch bei Grum nur noch eine... Aufgabe, so gesehen, einen Bauauftrag. Aber ich weiß halt nicht, wie viel Gorlek-Erz dieser Bauauftrag kostet.
Hier sanken die Augen des Waldes in die blinde Nacht. Diese Wälder wurden immer dunkel, aber der Verfall hat ihre Dunkelheit vertieft und gefährlich gemacht. Was ist dein Fähigkeit? Nee, ich dachte, hier ist ein Fähigkeit im Baum, aber leider nicht. Holen wir mal das Ding hier mal nach vorne. Und dann... Hallo? Was ist das jetzt? Oh! Okay, das ist ein Licht, was uns in der Dunkelheit begleitet, damit wir ja nicht sterben. Okay, cool. Und wir müssen natürlich unbedingt im Licht bleiben. Das ist ja klar. Okay, das ist ein sehr cooles Prinzip. Natürlich konnte ich jetzt nicht hier reinschauen oder da auch nicht reinschauen. Aber, ja, es ging halt nicht, weil wegen kein Licht. So, da kann ich nicht... Oh, ich muss da hoch... Na, ah, zu spät. Und jetzt kommt die Dunkelheit mich holen. Bin ich jetzt wieder hier unten links? Ja, bin ich. Alles klar. Dann weiß ich jetzt direkt nach oben. Und hier rüber. Warten. Aber das ist auch wieder sehr cool. Eine sehr coole Idee. Erinnert mich so ein bisschen an Super Mario. Wenn man da mit irgendeiner Lichtquelle herumlaufen musste. Nur mit dem Unterschied, dass man damals nicht gestorben ist, natürlich. In der Dunkelheit. Hier ist die Dunkelheit sehr, sehr tödlich. So, weg mit dir. Okay. Ja, auch alles so beweglich. Warte, ist das eine Raupe? Guck mal, das sieht aus wie eine Raupe. Eine riesige Raupe. Okay, da könnte ich hochgehen, aber jetzt nicht. Und sonst hier hin? Ah, da müssen wir die Schlüsselsteine einsetzen. 2 Stück, also einer fehlt noch. Okay. Alles so giftig hier. Hier ist wieder Dunkelheit. Kann ich hier irgendwie... Also ich muss hier von Licht zu Licht, glaube ich, jetzt laufen. Kann das sein? Yep. Okay. Anderes Prinzip, aber auch ganz cool. Nein! Oh, der hat sich da mal wieder an der Wand festgehalten, obwohl er das nicht soll. Ich hasse das. Er sollte nicht an der Wand sich festhalten. Aber hat er doch getan. So, großer Raum. Sehr großer Raum. Wir gehen hier Schritt für Schritt vor. Und gehen von Licht zu Licht. Die Gegner, die machen auch Licht. Das finde ich gut. Naja, immer zu den Gegnern auch hin. Was ich die dann irgendwann doch besiegen muss. Okay, da ist das nächste Geisterlicht. Sehr schön. Geistertorstück. Und das Ding kann ich jetzt nutzen, um zurückzugehen. Kriege ich vielleicht auch irgendwann eine Fähigkeit, um selber Licht herzustellen? Durchaus möglich. Ich weiß es nicht. Halte ich doch nicht da fest. Ah. Ich muss da hoch. Na, jetzt hält er sich dann nicht fest, aber ich bin oben angekommen. Ich muss trotzdem hier weiter. Also ich konnte mich jetzt hier noch irgendwie retten. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie ging das jetzt so. Wie geht's denn? Achso, ich muss jetzt... Okay. Ich muss da jetzt zum Geistertor. Alles klar. Verstanden. So. Du, weg hier. Dann hier das mal aufmachen. Ja, es gibt zwar hier noch 2 Wege. Hier und hier. Aber ich glaube, da komme ich aktuell nicht lang. So, was muss ich drücken? Hallo? Y. Wird mir nicht angezeigt, was ich drücken muss. Scheiße. Okay, weiter geht es. Wow, die Spinne, die habe ich ein bisschen zu spät gesehen. Boah, lauf doch nicht in der rein. So, da kann die mich jetzt nicht hitten. So, denkst du, ich hitte dich da oben nicht? Ja, gut. Ah! Ich hasse Spinnen. Zumindest die hier in Ori. So, wo geht's jetzt weiter? Könnte das Ding aufmachen? Oder kann ich da oben irgendwas machen? Nein. Ich glaube, das hier ist für später. Wir gehen mal hier. Aber hier ist Dunkelheit. Dunkelheit ist jetzt nicht so toll. Oh!
Ja, nicht ganz gut funktioniert, aber jetzt. Guck mal, so macht man das, so macht man das. Dann gehen wir jetzt über diesen Weg hier hoch. Wow, je, je. Okay, wie machen wir denn das jetzt hier? Einfach runter und springen? Ja, machen wir mal. Ja, jetzt ist das Monster weg. Und zack, zack. Sehen wir dich schnell. Sehr schön. Achtung, explodiert. Jupp. Da oben könnte es auch noch weitergehen. Ich weiß es. Oh nee, nicht so eine, so viele Mücken hier rauskommen. Nein, darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Wie können wir das am schnellsten wegmachen? Ein Geisterbogen vielleicht? Ich treffe leider nicht mit jedem Schuss. Und die treffen mich ordentlich. So, mal kurz heilen. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Oh, dass ich die nicht treffe. Komm her, komm her, komm her. So, zack, haben wir dich. Haben wir dich. Und jetzt machen wir weiter da oben. Also das Zielen ist echt nicht schön. Warum prallen meine Pfeile da ab? Hallo? Wo prallen die denn ab? Hallo? Was soll denn das? Was ist denn das für ein Bug? Warum prallen die da ab? Ich schieße doch ganz woanders die Pfeile ab. Ah, es ist doch... Also das muss ich halt nicht verstehen, wo sie da abreihen. Ach komm, das ist doch fast. Ich habe gleich keine Leben mehr. Ich muss mal kurz weg, ich muss mal kurz weg. Es ist ein Kampf mit diesen Scheißmücken. So, zack. Und jetzt machen wir es da oben weg. Ich sag, das machen wir da oben weg. Er schießt halt einfach. Nicht in diese Richtung. Ich habe das Gefühl, es ist random, wo er hinschießt. So. Ich, also, zur Erklärung. Ich drücke meinen Control-Stick trotzdem nach oben rechts. Ich habe es nach oben rechts die ganze Zeit gedrückt. So, jetzt funktioniert das. Aber warum hat das eben nicht funktioniert? Haben die Gegner da einen Einfluss, wo ich hinschieße, was ein bisschen doof wäre? Das wäre wirklich sehr doof, wenn das wirklich so ist. Ist da oben was? Außer das eine Licht. Hm, kann ich da runter? Nee, ich kann dann auch nicht runter. Keine Ahnung, was das soll. Sehe ich auf der Karte. Ah! Das ist der untere Weg, da wo ich jetzt noch nicht weiterkam. Jetzt komme ich dann nicht weiter. So. Zwar hier lang. Hier kam ich ja eben nicht weiter. Jetzt kann ich aber hier durchlaufen, weil hier ein Licht ist. Sehr schön. Aber... Ja, das hat gepasst. Das hat gepasst. Sehr schön. War zwar sehr... Nein. Vielleicht kann ich mit irgendwas anderem hier mehr anfangen. Durch den Geisterstern. Vielleicht den nach oben. Ah, der hält nicht so lange. Der geht nicht so weit. Aber doch, der macht ordentlich Schaden. Ja, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Der ist sehr, sehr gut. Aber wie man sieht, ich habe kaum noch Energie, leider. Ah, egal. Egal. Gehen wir mal hier rein. Richtung. So. Nochmal. Jetzt. Sehr schön. Holen wir das Geisterlicht hier mal her. Wunderbar. Hier brauche ich den Stachel jetzt. Oh, schon wieder hat der Stachel nicht getroffen. Also aktuell ist das Spiel so voller Bugs. Wir hatten in den letzten Parts so viele Bugs schon inzwischen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Oh, Energie. Danke für Energie. Danke für die Energie. So, wie machen wir das jetzt? Wo geht's hier unten lang? Okay. Schön und gut. Aber was bringt mir das? Hier geht's runter. Ich sehe halt kein Licht. Kein Licht am anderen Ende des Tunnels. Und schon wieder. Nein. Dich lasse ich jetzt mal in Ruhe. Schrecklich. Gehen wir mal hier weiter. Wir gehen jetzt hier weiter. Okay. Da ist auf jeden Fall ein Licht. Wo ich hier auch drauf stehen kann. Ich muss es nur irgendwie kaputt machen. Hallo? Mach das kaputt. Es ist so.
Es ist ein Krampf hier. So, zack. Haben wir dich besiegt? Hier, Energiezellen. Heile ich mich jetzt erstmal ein paar Mal. Und jetzt geht's hier weiter. Oh, nicht in die Stachel rein. Hallo, ich bin doch im Licht. Ich war doch gerade im Licht. So, machen wir es nochmal neu. Diesmal bitte auch nicht in die Stacheln rein. So, zack, sind wir hier. Jetzt muss ich das Ding hier irgendwie aufkriegen. Ich habe das Gefühl, dass ich... Hä? Hä? Stimmt da jetzt nicht? Ich mach mal hier so einen Splitter. Das ist unzerstörbar. Ach so. Ist ja interessant. Ich dachte, da kommt wieder so eine Lichtquelle raus. Das sah doch genauso aus wie sonst auch jetzt, was wir immer bisher hatten. Naja, egal. Gucken wir jetzt weiter. So, hier. Damit gehen wir mal mit. Hier hoch. Plötzlich war das Licht aus. Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt hier. Warte, ich kann mich nochmal kurz heilen. Ich bin da eben wohl in die Stacheln rein oder so. So, hol das doch mal her. Danke. So, sehr schön. Dann jetzt hier und hier rüber. Hier rüber. Und dann haben wir hier ein Geisterportal. Das finde ich gut. Energie, Gesundheit, beides wiederhergestellt. Sehr schön. Das war nötig. Das war sehr, sehr nötig. Jetzt können wir uns hier so gesehen auch her teleportieren, wenn wir das wollen. Wollen wir jetzt natürlich noch nicht. Ich will erstmal das Ding da oben kaputt machen. Ah, so sieht das aus, wenn da irgendwie eine Lichtquelle ist. Es geht hier unten weiter. Kamera! Danke. Manchmal ist die Kamera echt doof. So, okay, okay. Hierhin, Energie haben wir genug. Warte, wo sind wir? Wir sind doch jetzt im bekannten Gebiet, genau. Aha, und von hier aus geht es jetzt hier runter. Aha, du hast mich nicht getroffen. Wieder nicht getroffen. Aha. Das so unbekannte Gebiete hier. Oh, okay, wieder ein Geistertor. Alles klar. Okay, neues Gebiet erreicht hier unten. Hier gibt es noch weitere Wege, die wir jetzt mit der Zeit erkunden werden. Nice. Dann weiter geht es, weiter geht es. Das Licht weist uns den Weg. Durch die Dunkelheit. Oh, weg mit dir, weg mit dir. Nicht zu lange brauchen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und dann hier hin. Hier kann ich mich kurz nochmal heilen und... Ich wollte eigentlich erstmal die Energiezellen da oben holen, aber alles gut. So, wo geht's jetzt so weiter? Ey, das hat mich verarscht! Das hat mich verarscht! Was soll denn das? Ja gut. Toll. Das hat mich sowas dann verarscht. Oh, ich bin jetzt nicht gestorben. Das überrascht mich. Mal kurz hier rüber. Okay, okay. Ich kann das nochmal neu dingsen. Aber das war ja gerade wirklich sehr dolle fies. So, jetzt weiß ich, hier einfach stehen bleiben. So. Und wie geht's jetzt? Okay, dahin. Da ist das zweite Geistertorstück. Und wo geht's jetzt weiter? Nach unten. Okay. Ich muss es ja folgen. Ich habe ja keine andere Wahl. Okay, nice. Kurz Leben regenerieren. Das Monster kommt nicht zu mir. Es soll mir recht sein. Und dann war das Geistertor doch hier links, oder? Oh, da ist noch was anderes. Was ist das? Eine Lebenszelle. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch ankomme. Ich glaube, das ist etwas, was ich mir mal später hole. Genau. Vielleicht... Oh, nee, andere Richtung. Andere Richtung. Oh, okay. Ich dachte, es geht nach... Nee, warte. Ich bin falsch. Ich muss doch hier hin. Genau, genau. Das war schon etwas, was ich schon genommen habe. So. Geht hier durch. Dann geht's jetzt hier weiter. Dann let's go. Nicht lang schnacken. Oh oh. Ich muss jetzt hier meinen Doppelsprung einsetzen. Oh, warte. Passt, passt, passt. Uiuiui, die blöde Spinne. Nein, Stacheln, Stacheln. Uiuiui. Ich lebe noch, ich lebe noch. Okay, hier hin. Wie soll ich denn da jetzt weiterkommen? Okay.
Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Hier runter. Alles klar, alles klar. Dann sind wir hier am Ende wieder. Kurz nochmal wieder auf die Karte gucken, um zu sehen, was wir jetzt Neues erreicht haben. Ey, wir haben heute schon so viel erkundet. Der Part ist gleich vorbei. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem das Ding hier noch ab. Und dann beenden wir den Part. Also was wir heute alles so wirklich gemacht haben, ist schon gigantisch. Da oben ist eine Lebenszelle. Ich weiß nicht, ob ich an die rankomme. Komm, das probieren wir mal. Das probieren wir jetzt noch. Ja, Hammer, 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 Hammer. Sehr schön. Maximale Leben wurden erhöht. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das war zwar nicht die, die wir hier schon gesehen haben, aber man sieht ja sowieso, dass hier noch ein anderer Raum ist. Das heißt, und generell gibt es hier ja auch noch andere Wege. Hier zum Beispiel, da gibt es noch was, da gibt es noch was. Es gibt hier viele verschiedene Wege, die wir wahrscheinlich erst später erkunden können. Von daher, ich würde sagen, hier, wie gesagt, beende ich den Part. Vielen Dank fürs Einschalten. Und beim nächsten Mal geht es hier im Dunkeln dann weiter. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr auch. Tschüss.